Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben heute das allererste Mal meine eigene Challenge. Ich habe mir die so ein bisschen zwischen Angel und Tür ausgedacht und fand sie eigentlich total witzig im Nachhinein. Und deswegen möchte ich sie euch heute vorstellen. Und zwar geht es darum, dass ihr mit einer Waffe eurer Wahl, egal ob solo oder in einer Party und unabhängig von der Map, die ihr spielt, mit den Streaks Drohne, Vorräte und Konterdrohne eine Nuke erspielt. Das Ganze hat eine Bedingung, weil sonst wäre es ja relativ einfach. Ihr müsst die Vorräte, die ihr habt, ihr könnt Techniker nehmen, es ist euch überlassen, ihr müsst sie so schnell wie möglich einsetzen, egal wo ihr auf der Map seid. Das heißt, wenn ihr zufällig gerade im Gegnerspawn seid und einer kommt auf euch zu, dann dürft ihr den noch töten, aber spätestens dann müsst ihr die Vorräte einsetzen. Ihr dürft mit den Vorräten nicht über die ganze Map laufen, euch in eine sichere Ecke legen und die werfen. Und wenn ihr sie eingesetzt habt, müsst ihr sie auch gleich nutzen. Das ist die Herausforderung bei dem Ganzen. Im Hintergrund seht ihr ein wunderbares ABR, ICR, 10 Waffen, Vorräte, Challenge Gameplay. Mit der Nuke dazu. Ich habe es also selbst natürlich geschafft. Man sollte seine eigenen Sachen immer schaffen, wenn man sie irgendwie hervorruft. Ich erinnere an Scumpy, der hat in Black Ops 3 Wochen gebraucht, um seine Scump-Challenge zu schaffen, während gefühlt ganz YouTube das schon hatte. Das ist die Herausforderung, die ihr diesmal habt. Gleichzeitig will ich die Chance nutzen, euch ein bisschen Marokko kennenlernen zu lassen. Es heißt nicht Marokko tatsächlich, sondern hier heißt es Marokko. Einfach über die Lippen, aber soll wohl nur die Anspielung auf Marokko sein. Die Map kennen wir auch schon aus alten CODs, ist also auch nicht ganz Neues. Hier natürlich auch wieder die Nuke, genauso wie die Serie, die wir schon angefangen haben. Ich zeige euch auf jeder Map eine Nuke, egal mit welcher Waffe. Das switcht hier immer mal. Wir haben jetzt die Spitfire durch, die Saug durch, die Maddox durch, die ABR durch, die Titan durch. Ich kann das im Prinzip mit jeder Waffe machen, ausgenommen Sniper, weil ich scheiße im Snipen bin. Und selbstverständlich ausgenommen auch sowas wie jetzt die RK7, außer in Hardcore. Da habe ich eine Nuked Out in Hardcore frei für alle mit, die werdet ihr später auch noch irgendwann sehen. Aber mit solchen schrecklichen Waffen ist es im Multiplayer nicht unmöglich, aber so gut wie. Deshalb hier ABR, ein bisschen die ICR dazu. Ihr seht, Lobby ist wirklich gut. Das ist noch ein wirklich altes Gameplay. Ich habe so viele alte Gameplays noch für euch, die ich euch trotzdem zeigen möchte, weil die ja an Gültigkeit nicht verlieren. Und ihr seht, hier habe ich das Drohnengeschwader. Das ist natürlich Glück dann in dem Moment. Ich habe die Vorräte gleich geworfen. Wir haben hier auf Marokko im Prinzip auch wieder drei verschiedene Punkte, bei denen wir uns bewegen wollen. Der erste Punkt ist da, wo wir jetzt gerade sind. Und zwar hier oben an den Treppen, da haben wir einen wunderbaren Blick auf den gegnerischen Spawn. Dann haben wir hier einmal B, wo wir jetzt langlaufen. Hier müsst ihr aufpassen, es gibt sehr, sehr viel Winkel. Es gibt zwei Fenster zu jeder Seite. Es gibt die Brücke von der Seite hier. Da müsst ihr immer gucken, wo ihr euch da bewegt, wo die Gegner sind, wo die Teammates sind. Und es gibt diesen Punkt bei C. Und alles, was ihr vor euch gerade gesehen habt, ist gegnerischer Spawn. Wir sind schon auf Gnadenlos, geht also relativ zügig hier. Alles, was ihr rechts und vor euch seht, ist gegnerischer Spawn. Das heißt, hier müsst ihr immer aufpassen. Hier findet ihr auch immer irgendjemanden, entweder rechts oder links. Und jetzt seht ihr, wir haben schon wieder Vorräte und alles Mögliche. Wir haben aber unseren Granatwerfer. Das heißt, da ist es entschuldigt, wenn wir da die Vorräte nicht sofort rauswerfen, weil den Granatwerfer deshalb wegschmeißen ist eigentlich ziemlich schwachsinnig. Ihr seht, Leute, die ganze Challenge wird nicht so einfach sein. Ihr vergesst auch zwischendurch, das sage ich euch jetzt schon, eure Vorräte zu werfen. Jetzt sind wir kurz vor Ende der Runde, da wollte ich sie jetzt nicht verschenken, das ist dann in Ordnung. Ihr dürft aber nicht bei 60 Herrschaftspunkten sagen, Runde ist gleich vorbei, ich will jetzt nicht. Ihr müsst mit dem spielen, was ihr bekommt. Und wenn ihr jetzt den Chopper Gunner bekommt, oder hier AC-130 heißt es, glaube ich, dann müsst ihr auch das gleich einsetzen. Das ist, glaube ich, eine Fun-Challenge. Ich glaube nicht, dass die für allzu viele Leute so sehr herausfordernd ist. Aber ich möchte, dass die Com auch ein bisschen Spaß hat und ich möchte jetzt nicht die unmöglichste Challenge hier hervorrufen. So, mach Solo eine Quad-Nuke mit den Fäusten in Hardcore. Das ist Schwachsinn, das macht auch keinen Spaß und ich selber würde es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ich werde euch nachher wieder zeigen, wie die Waffe war, wie das Klassensetup von dem Ganzen war, was ich hier erspielt habe. Das mache ich immer in den Videos, damit ihr genau nachverfolgen könnt, was hier los ist. Aber ihr seht, jetzt sind wir bei 100 zu 46. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 12, 13, 14 zu 1. Wir sind gleich am Anfang einmal gestorben, das heißt im Prinzip bei 13, 14 zu 0. Aber jetzt können wir genau gucken, was wir machen. Wir kriegen jetzt Vorräte, wir kriegen gleich nochmal Vorräte. Das heißt doppelt, das heißt wir nehmen erstmal den Thrasher, den wechseln wir auch nicht. Wie gesagt, Techniker dürft ihr gerne nehmen, müsst ihr aber nicht, ist eure freie Entscheidung. Und weil wir jetzt noch ein bisschen Zeit hier nebenbei haben, eine wichtige Info. Und zwar, diese Woche kommt eine neue Waffe in Black Ops 4.
Und zwar diese UMP-40 aus Black Ops 2 damals. Das ist ja eine der bekanntesten Secondary-Waffen bisher gewesen. Ist eine Handfeuerpistole, eine vollautomatische. Und das wurde jetzt bestätigt, dass die diese Woche ins Spiel reinkommt. Die ist schon im Game drinne und ist mit dem letzten Update reingekommen. Ob das jetzt wirklich, ich sag mal so, bahnbrechend neu ist für uns, kann ich nicht sagen, weil einige Waffen hier, so wie die Scar zum Beispiel, was hier die Rampart ist, früher die Scar war geil in Black Ops 2, jetzt die Rampart hier ist im Prinzip scheiße. Hat auch noch so einen dreckigen Aufsatz wie Doppelgroßkaliber, was man sich absolut in die Tonne kann man so in die Haare schmieren. Ich hasse diesen Aufsatz und ich weiß nicht, warum Treyarch auf die Idee kam, das zu machen. Ist auf jeden Fall die eine neue Waffe, die kommt. Und dazu kommen langsam die Gerüchte, dass jetzt schon die neue Season vorbereitet wird mit wieder zwei DLC-Waffen, die dazukommen sollen. Beziehungsweise so wie jetzt hier mit der Daemon und mit der SWAT, die ja jeweils reingekommen sind im Schwarzmarkt für jeden erwerblich. Entweder freispielen oder freikaufen. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob wir wirklich noch Waffen bekommen wie die Manowar oder. Obwohl schon bestätigt wurde, weil ich habe das Gefühl, dass aktuell sehr viel für den Blackout-Modus getan wird und sehr, sehr wenig für den Multiplayer. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil klar soll der Blackout-Modus, weil er neu ist, wirklich immer weiter supported werden. Der soll immer mehr Sachen bekommen, das ist auch alles in Ordnung. Aber ein COD ist am Ende ein Multiplayer. COD definiert sich für mich über den Multiplayer. Das heißt, wenn der Multiplayer scheiße ist, ist auch das COD in der Regel nicht so gut. Und bei dem Multiplayer hier haben wir unglaublich viel Potenzial. Und dann gibt es so Sachen wie Spawns, die nicht funktionieren. Vorgestellte Listen wie Chaos-Kontrolle, wo Noobs von 6-Mann-Partys den ganzen Tag gespawntrapped werden. Es gibt jetzt Gameplays von Leuten, die haben 700 Kills gemacht in einem Spawntrap auf Nuketown. Das ist wie in Black Ops 3. Sie stehen hinter dem Gegner und er spawnt vor denen. Und das die ganze Zeit. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, wir sind im Jahr 2019. Keiner möchte das mehr sehen. Kein interessiert sowas. Es geht mittlerweile viel mehr als jemals zuvor um Spaß, um neuen Content, um interessante Sachen. Und definitiv nicht darum, dass man irgendwelche armen Leute, die neu in dem Spiel sind, komplett demotiviert, so dass die nicht zurückkommen. Früher war ich definitiv auch so. Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, das macht keinem Spaß am Ende. Es interessiert auch keinen, ob man hier 300 oder 500 Kills macht. Wenn man keinen Spaß hat und wenn die Leute unfair, es ist wirklich unfair, sie können sich nicht wehren. Stell dir vor, ihr spielt mit den größten Schwitzern, die ihr kennt, gegen 6 völlige Anfänger. Steht in deren Spawn und haut einfach die ganze Zeit von hinten auf die drauf, während sie spawnen. Niemand wird dabei glücklich. Das heißt, Treyarch muss noch einiges machen an dem Game. Ihr seht, wir sind hier bei Brutal, mitten im Gegner-Spawn. Hier ist richtig Chaos. Das hier ist jetzt nicht Chaos-Kontrolle und trotzdem spawnen die Leute direkt vor einem. Also, es ist wirklich einiges, was an dem Game noch gefixt werden muss. Neuer Content fehlt definitiv, die vorgestellten Listen müssen besser überarbeitet werden, Leaderboards fehlen auch nach wie vor. Mich interessiert nicht, wie ich im Vergleich zu meinen Freunden stehe, was Leaderboards angeht, da ist die Nuke, bop. Ich will wissen, wie ich im Vergleich zu allen anderen Leuten stehe und das sind so Sachen, die fehlen noch, der Hund muss noch weiter genervt werden, man muss noch eine Möglichkeit haben, was gegen das Schild zu tun. All diese Sachen, da fehlt wirklich einiges. Ich bin mir sicher, es wird noch was kommen, es wird noch Patches geben. Die Frage ist nur, wie lange müssen wir darauf warten? Das aber auf jeden Fall separat in einem anderen Thema. Ich hoffe, euch hat das Gameplay heute wirklich unterhalten. Ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und bitte schreibt in die Kommentare, ob ihr eine andere Challenge habt, die für euch vielleicht auch interessant ist, die ich gerne mal umsetzen sollte. Schreibt unten in die Kommentare, ich würde mich drüber freuen. Lasst eine positive Bewertung da. Ich bin raus, haut rein. Ich bin immer so wunderbar schnell und erzähle euch, dass wir schon fertig sind und vergesst dann jedes Mal teilweise, dass wir ja noch die Klasse vorstellen wollen. Das hier ist die Klasse, die ihr im Gameplay eben gesehen habt. Das ist die ABR mit Schaft, mit Magazinerweiterung, LV-Visier und dem Repeater und dazu haben wir die Steam Injection, Techniker, damit wir die Vorräte wechseln können, ist erlaubt für die Challenge und Gang Ho, ihr wisst, bestes Perk im Game, es gibt kein besseres, sollte jeder nutzen, wer es nicht nutzt, ist selber schuld. Ihr könnt das natürlich switchen, ihr könnt, wenn ihr meint, dass Gang Ho nicht so gut ist für euch, dann könnt ihr da Gewandtheit meinetwegen reintun. Ich denke, ich habe im Video definitiv bewiesen, dass dieses Perk unsinnig ist. Ihr könnt auch stattdessen Totenstille reintun, aber für meine Challenge war das für mich die beste Klasse in dem Moment. Geht natürlich auch mit jeder anderen Klasse, ist eure Entscheidung. Jetzt bin ich aber raus, macht euch einen schönen Abend, haut rein.